Ja, moin und was geht, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu Elden Ring. Mein Name ist Dex. Ihr dürftet mich ja hoffentlich schon endlich kennen. Wenn nicht, jetzt kennt ihr mich. Wir sitzen hier relativ entspannt gerade rum, denn ja, wir haben eigentlich nichts zu tun. Wir haben Schloss Morne geklärt und ja, sind jetzt hier vor Margit gescheitert in der letzten Folge. Aber es gibt einiges Neues, denn ich habe zwischendurch ein bisschen gefarmt bzw. geholfen bei anderen Spielern, den Boss Löwenartiges Scheusal oder wie der hieß, zu besiegen. Und wir haben jetzt schon einiges an Runen zusammen. Wir können maximal 3 Level nach oben gehen. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Also ich würde sagen, unsere Leben, ja, die lassen schon schwer zu wünschen übrig. Da sollten wir echt mal drauf gehen. Hier Kondition, damit wir auch ein bisschen mehr Gewicht tragen können. Wäre auch ganz nice. Und natürlich Stärke. Das ist unser Hauptattribut, worauf ich eigentlich am meisten Wert lege. Aber wir können nicht nur auf Stärke leveln, wenn wir die ganze Zeit sterben. So, deswegen machen wir es einfach mal so. Und ja, ich hoffe, das war jetzt eine gute Entscheidung. So, jetzt sieht es... ja, auch nicht viel geiler aus, aber immerhin ein bisschen. So, dann der nächste Punkt. Ich war auch ein bisschen anderweitig farmen, denn, ja, das war ein bisschen uninteressant. Also deswegen, Leute, verzeiht es mir, wenn ich das offscreen gemacht habe, aber ich bin einfach nur die ganze Zeit hin und her gelaufen, habe 2 Gegner getötet. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier die Kaiden-Rüstung komplett. Die equippe ich mal ganz schnell. Krass, die ist sogar lamer als die hier. Baum und Bestien Wappenrock, krass. So. Sogar lamer als das hier. Alter. Okay, wir machen gerade ein krasses Downgrade. Jo. Aber dafür haben wir jetzt eine nice Rüstung an, die auch komplett ist. So, das gefällt mir schon ganz gut. Und was machen wir jetzt? Wir teleportieren uns, denn wir haben noch ein paar offene Rechnungen, die wir beenden müssen. Und zwar hierhin, kurz vor der Brücke, da wo wir den Topf Knight getroffen haben und den komischen Hammerhead das erste Mal gesehen haben auf der Brücke. So, da unten sind die... Warum reitet hier ständig irgend so einer rum? Ich kann mich an die Stelle hier erinnern, ja, aber... Warum reitet der die ganze Zeit weg? Wohin will der? Also, nur mal so aus... Jetzt hängt das Spiel. Nee, oder? Gut, jetzt hängt es nicht mehr. Nur mal so aus Neugier, ich versuche den jetzt hier einzuholen. Ich will den killen. Ich will wissen, was da los ist mit dem Typ. Warum haut er ab? Ach, der patrouilliert hier. Kann das sein? Ah, ist auch so ein Kaiden. So, das war's mit dir, Bro. War klar, dass der Einzige, der mich trifft, der Feuertyp ist. So, das war's jetzt, oder wie? Rohrfrucht. Ja, schön. Gut. Hätten wir das abgehakt. Jetzt muss ich mal gucken, bin ich hier auf dem richtigen Weg? Jawohl. Wir reiten weiter. Denn wir müssen noch die eine Quest beenden. Wir sollten ja in Schloss Morne noch den einen Vater da befreien, retten oder was weiß ich. Und das sagen wir jetzt mal seiner guten Tochter, die, glaube ich, hier irgendwo war, wenn ich mich nicht täusche. Die sie einfach keine Chance gegen mein Schwert haben. Und hier wollten wir ja auch noch überall hoch. Das sollten wir auch nicht vergessen. So. Die Frage aller Fragen ist jetzt natürlich, wo ist die gute Frau? Ist die dahinter oder war die davor? So, hier muss ich natürlich jetzt aufpassen wieder wegen diesem scheiß Bolzenschussgerät. So, du stirbst instant. Du hast natürlich auch keine Chance gegen unsere krasse Waffe. So, der hat mir halt jetzt eine gepfeffert, aber egal. Wir sind viel, viel besser drauf als er. So, und ja,
Es wäre natürlich jetzt von Vorteil gewesen, hätte ich mir vor der Folge einfach mal das letzte Video oder eins der letzten Videos angeguckt, um zu wissen, wo die Frau jetzt sitzt. Aber die sitzt hier, glaube ich, oder? Jawohl. Nein. Nicht dein Ernst. Nicht dein fucking Ernst, Leute. Ihr seht dieses Bild. Hier auf diesem Stein, wo ich gerade drauf gucke, wo die Blutspuren sind, da saß die Frau und hat uns um Hilfe gebeten, ihren Vater zu holen. Und der hat die jetzt eiskalt. Nein. Greener. How could this be? My daughter deserved better. The fault lies with me. Okay, er war es I nicht. chose duty over my daughter's safety. And that is how fate has answered. Okay, das wäre jetzt natürlich heavy. Aber er war es scheinbar nicht. Gut, ist eine andere Waffe. Er hält seine Waffe noch in der Hand. Also ich glaube ihm noch ein bisschen. I'll find them. The foul wretch is responsible for this. I'll hunt them down and exterminate every last one of them. Rest assured, Arena, it will be done. Okay, der schwört jetzt Rache. Den werden wir wahrscheinlich anhand einer Questreihe auch wiedersehen. I'll find them. The foul wretched. I'll hunt them down and rest assured. Okay, harter Tobak. Können wir jetzt nichts mehr machen? Also ich glaube dem Vater schon, dass der jetzt da nicht involviert war. Ich meine, war ja auch eine komplett andere Waffe. Aber ja gut, es ist Souls-like, Leute. Es gibt hier nur grausame, traurige und bestialische Sachen. Damit müssen wir leben. Aber ich habe jetzt irgendwie auf ein Happy End gehofft. Keine Ahnung. Wir wurden enttäuscht. Aber es gehört dazu. So, jetzt hüpfen wir mal ganz schnell hier hoch. So, wo wir auch immer rauskommen werden. Hier die Adlerfeder nehme ich mal mit. So, vielleicht haben wir jetzt auch direkt ein neues Dungeon oder sowas gefunden. Da sitzen welche. Aber solange der jetzt so blöd ist zu merken, dass da ein Typ mit einem Pferd neben ihm stand gerade, wird der eiskalt hier getötet. So, da oben sieht es auch so aus, als ob da irgendwas Interessantes wäre. Die sind mit der Waffe überhaupt keine Gegner mehr für uns. Das finde ich so krass. Aber es ist noch nicht mal meine Favorite-Waffe. Also ich würde gerne eine andere nehmen. Können wir momentan nicht tragen, beziehungsweise ist noch nicht so weit. So, wir haben Sternenlichtsplitter. Was bist du? Hier. Nutzen, um schrittweise FP zu regenerieren. Ja, okay, ist jetzt so semi-geil für uns, sage ich mal. Ist halt auch nur ein Item. Können wir jetzt auch nur, also, nicht permanent benutzen. Hier sollte ich mal mein Pferdchen holen. So, was gibt's hier? Oh, das ist ein Dude. Hält eh nichts aus. Ja, sehr gut. Was gibt's hier? Schriftrolle des Königshauses. Schauen wir uns auch mal an. Aber nicht hier. Wo denn dann? Oh, dieses Geklicke. Ist das vielleicht hierbei? Keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist jetzt auch nicht so was Geiles. Ah, Rache. Rache für was? Da oben steht noch einer. Dort läuft noch so ein Banner-Typ. Da liegt ein Item. Shit! Wow, ich bin fast tot. Ich bin fast tot. Okay, jetzt kommen hier natürlich
ein paar Gegner plus irgendeiner, der hier Magic spammt. Oh shit! Ich bin natürlich jetzt hier gerade im richtig beschissensten Gebiet gelandet, wo ich landen konnte. Das ist, wenn man unachtsam ist. Erstmal den Typ hier oben hier platt machen. So, nice. Das hätten wir. Aber sonst ist hier jetzt nix. Alter, verpiss dich doch mal. Was willst du von mir? So, oh, hier kommen noch mehr. Okay, also heute spiele ich ein bisschen dumm, habe ich so das Gefühl. So, nicht so on point, würde ich sagen. So, was liegt denn hier? Goldene Rune, 1er. Ich gucke mich nochmal hier kurz um. Das ist auch so, sowas wie ein Gegner vor, so wie ich das jetzt hier sehe. Da ist ein Typ auf dem Pferd. Vielleicht sollten wir den mal als erstes killen. So, nice. Und den auch. So, da hätte ich doch schon fast meine Rüstung hier zusammen haben können bei den Dudes, aber die droppen halt nichts. So, was ist denn hier in der Kiste? Nice. Bitte lass eine Waffe sein. Großer Degen. Ja, super. Meine Gebete wurden erhöht. Erhört, aber nicht ganz so on point, wie ich mir das erhofft hatte. So. Was geht bei euch hin? Okay, auch nicht mehr so viel. So, das hier nehmen wir noch mit. Goldene Rune, da hinten steht auch noch einer. Ja. Stand ist eigentlich hier, wäre irgendwas krasses. Ja, okay, für ein Decksbild wäre es hier wahrscheinlich krass. Also mit der Waffe zumindest, aber für uns komplett useless. So. Ist hier unten noch irgendwas? Wo sind wir denn? Nee, wir gucken. Ah, hier ist Richtung Sumpf. Den müssen wir uns auch nochmal genauer anschauen. Aber nicht jetzt. Wir. Halt. Wir müssen woanders dahin. Und ich begebe mich mal dahin. Wir treffen uns dort, Freunde. So, ich glaube, wir sind auch schon da. 5 Meter weiter gelaufen und wir sind da. So, hier sind überall diese komischen Steinwürmer mit leuchtenden Augen, was ein bisschen creepy ist. Was wird denn passieren, wenn ich die jetzt hier attackiere? Ruinenfragment. Okay, der Rest greift mich nicht an. Dann können wir die getrost hier ignorieren. Und what? Leute, Spiegelgefängnis des Bluthundes. Was ist denn das? Ist was Neues. Irgend so eine Plattform, die leuchtet. Und was macht der Dex, wenn er nicht weiß, was er tun soll? Er geht mal rein. So, wir untersuchen Spiegelgefängnis. Wir betreten es. Let's go. Okay, etwas anders als ich mir vorgestellt habe. Aber, oh, da spawnt wer. Oh, oh, oh. Bist du ein Boss? Ja, du bist ein Boss. Was? Blut und Ritter Davil. Alter, lass mir doch mal hier einen Schlag. Okay, wir hauen mit einem Schlag ganz gut rein. Aber er ist halt schon ziemlich krass.
treffen halt nicht. Mist! Der ist verdammt schnell, die Sau. Mann, lass mich doch mal hier. Verdammt! Also wir haben jetzt einen Schlag gemacht, der gut abgezogen hat. Und das nur aus Zufall. Marikas Pfahl, ja. Das ist der Moment, wo ich eigentlich solche schwereren Waffen hasse. Denn, ja, sie sind so träge. Das Gute ist, dass unsere Seelen hier sind. Wir gehen wieder rein. Ja, der ist halt deutlich schneller als wir. Das ist ein Problem, was wir hoffentlich noch fixen können. Ha! Okay, wir sind besser als eben. Komm her! Mist. Oh no! Ich habe eigentlich geblockt. Shit. Der hat schon ein übles Moveset. Nicht. Ich habe gedacht, mit dem letzten starken Schlag treffen wir ihn jetzt. Okay, den kriegen wir. Yes! Ja gut, so krass war er jetzt nicht. Hätten wir eine schnelle Waffe. Was? Bluthund Reißzahn. Oh, nice! Von der habe ich schon gehört. Das soll eine ziemlich gute Waffe sein. Die testen wir natürlich gleich. Bluthund Reißzahn. Wo haben wir ihn? Hier, was ist denn das? Das ist eine eher Geschicklichkeitswaffe. Okay, es skaliert halt scheiße. Was löst Blutverlust aus? Das ist gut. Skaliert scheiße mit Stärke, aber dafür umso besser mit Geschick, was wir eigentlich nicht haben. Aber egal, wir gucken es uns trotzdem an. Ja, sie ist schon ein bisschen träge. Was machst du für einen Schaden? 100. Ist halt nicht so geil. Muss man echt sagen. Okay, krass. Krasses Special. Alter, 230, ja. Macht auch nicht allzu viel. Nicht allzu viel Dings, na, Mana weg. Macht natürlich auch deutlich mehr Schaden, als wenn wir jetzt hier aufgeladen starke. Okay, noch nicht mal da haben wir so viel Schaden wie mit der Special Attacke. Krass. Ja, ob wir sie weiter benutzen, weiß ich noch nicht. So, als nächstes, lass mich mal kurz überlegen.
Als nächstes haben wir hier diese Ruine, denn ja, an die Riesen erinnert ihr euch bestimmt. Die haben wir vor einigen Folgen auch mal gebattelt, um hier hinten an den Loot in dem Wagen zu kommen. Und hier in dieser Ruine, da waren wir nie so richtig. Aber ich glaube, hier gibt es sogar was ganz Cooles. Deswegen gehen wir da jetzt nochmal rein. Wir müssen halt hier aufpassen mit dem Gift. Wow, 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 wow. Übertreibt doch. Alter, was geht denn hier ab? Okay, damit habe ich jetzt mal gar nicht gerechnet. So, ich heile mich mal hier prophylaktisch mit Magie. Wir schauen einfach mal. Mir wird das hier nahegelegt, dass wir hier nochmal reingehen sollen. Und das tun wir natürlich auch. So, was gibt's hier? Glühstein, ein Glowstone. Nein, kein Klostein, aber ihr wisst, was ich meine. So, Giftblüte haben wir. Wir gucken uns das Gebiet einfach nochmal neu, genauer an, damit wir gewisse Punkte auch mal endlich abhaken können, endgültig. Ohne, dass wir jetzt hier die ganze Zeit wieder mal hingehen. So, du warst bestimmt der, der hier die Blitze geschossen hat. Oh. Nee, eher Gift. Very much Gift. So, jetzt muss ich ganz kurz warten, bis ich hier mein Gifthaushalt ein bisschen runtergefahren habe. Und bis es hier nicht mehr stinkt. Na komm. Ist das gut hier? So. Sehr gut. Da gehen wir rein. Alter, das ist ja ein halber Boss. Oh oh. Oh oh. Shit. Wie mache ich das am besten? So, ich könnte doch eigentlich rein theoretisch. Machen wir mal ganz schnell. Das hier ausrüsten. Na, haben wir aber natürlich das nötige Werkzeug nicht dabei. Hier, Bolzen der Getreuen. Machen wir es einfach so. Hier, Cheesy Tactics. Die Kleinen sind scheißegal. Der Große geht mir auf den Sack. Dann machen wir den Kleinen hier auch weg. So, und eventuell Seuchenbolzen. Ja, okay. Gehen wir die ganzen Pfeile hier weg. Wir haben was zu tun für die Folge. Alter, warum wird der so groß? Alter. Ich muss hier weg. Ich wusste nicht, dass die Range von dem so groß ist. Aber okay. Drauf geschissen. Wir haben ihn fast. Ah, jetzt geht uns die Muni aus. War ja klar. So, machen wir die hier. So, nice. Da ist er weg. Wir trinken nochmal ganz schnell was. So, machen dich hier noch platt. Mal gucken, was der Loot hier so ist. Geräuchertes, immunisiertes Fleisch. Nice. Miranda-Pulver und goldene Rune. Ja, toll. Wir sind jetzt hier. Bin ich jetzt echt wegen der goldenen Rune hier reingeeiert? Oder ist hier irgendwas, was ich vielleicht doch verpasst habe, was ich übersehen habe oder. Ich weiß es nicht. Wir gucken einfach nochmal rum. So, hier ist schon mal nix. Ah, da oben ist was. Die Frage ist, wie komme ich da hoch? Ah, mit dem Pferd bestimmt. Ups.
knapper. Verdammt, ich wollte gerade sagen, knapper hätte es jetzt echt nicht sein können. Okay, hat aber nicht gereicht. Wir wären so oder so runtergefallen. Oh, jetzt müssen wir ja erstmal wieder den Punkt finden. Oh, come on. Dann machen wir es anders da. So, das müsste reichen. Oh, sehr gut. Okay, Trinas Lilie. Auch nicht so geil, aber da ist ein Dungeon. Da geht's runter. Ich wusste doch, dass hier was Cooles ist. So, hier geht's runter. Aber war das nicht... Ich guck mich nochmal ganz kurz hier um. Ich meine, es gibt nämlich hier irgendwo auch einen Platz, wo zwei Dungeons sind. So, okay, hier waren wir eben. Da haben wir den Großen besiegt. Ich will mich nur vorab informieren, denn ja, ich habe mich schon in gewisser Weise so ein bisschen spoilern lassen. Und bei manchen Dingen ist es halt wirklich, also könnte es eventuell ein bisschen blöder enden, wenn wir den falschen Weg nehmen. Wo warst denn du jetzt? War der hier? Scheiß Zwickmühle hier. Man findet halt nichts. So, hier ist ein Dungeon. Wir lesen uns die erste Nachricht durch. Kein starker Feind voraus. Wir machen es trotzdem in der nächsten Folge, Leute. Die Folge ist jetzt schon etwas zu lange. Und ja, bleibt gespannt. Wartet ab, was in der nächsten Folge passiert. Eventuell battlen wir nochmal Miranda auch. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen. Bleibt gespannt. Ich bin's auch. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.